Urdhva-Retas ist derjenige, der seine sexuelle Energie sublimiert hat. Wörtlich, derjenige, der seinen Samen nach oben geführt hat. Das steht dafür, dass ein spiritueller Aspirant sein Prana, seine Lebensenergie nach oben bringen kann. Auch die Energie des Svadhisthana-Chakras, des Sexualchakras. Man kann als spiritueller Aspirant auch ein zufriedenstellendes Sexualleben haben und man kann auch auf dieser Ebene Erfahrungen machen. Aber ein Teil der sexuellen Energie und ein Teil jeder Energie zieht man nach oben. Und so ist ein Urdhva-Retas derjenige, der seine Energie nach oben gezogen hat und deshalb Zugang hat zu den höheren Chakras, zur reinen Liebe im Anahata-Chakra, zur Intuition und intuitiven Erkenntnis im Ajna-Chakra und zum Empfang göttlicher Gnade und Segen im Sahasrara-Chakra. Im engeren Sinn ist Urdhva-Retas jemand, der das Gelübde der geschlechtlichen Enthaltsamkeit auf sich genommen hat, vielleicht ein Brahmachari ist oder auch ein Sannyasi, und dem es gelungen ist, auch keine Fantasien, keine sexuellen Wünsche mehr zu haben, weil er seine sexuelle Energie vollständig nach oben gezogen hat. In einem weiteren Sinn ist ein Urdhva-Retas jeder, der einen Teil seiner Energie nach oben zieht, Zugang hat zu den höheren Bewusstseinsebenen, Zugang hat zu den höheren Chakras und sich öffnet für göttlichen Segen. Urdhva-Retas, derjenige, der seine Energien sublimiert hat, nach oben ausgerichtet hat, insbesondere derjenige, der die sexuelle Energie sublimiert hat, nach oben ausgerichtet hat, in höhere Chakras gebracht hat.